Offenbar ist unser alter Freund Hermann Schulz wieder da. Schocker! Ist er nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst, Hermann ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Betthof-Fall wieder in Rikers. Und ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Spider-Man Remastered. Wir sind jetzt auf der Spur nach Schocker, wie unser Peter gesagt hat. So, guck mal. Okay, wir müssen ganz, ganz in den Süden. Können wir eine Schnellreise? Nein, können wir nicht. Okay. Okay, wir können keine Schnellreise machen. Vielleicht kommt das noch. Naja, dann machen wir, was wir am öftesten machen. Einfach in den Schwingen, ne? Wir holen uns noch den Rucksack auf jeden Fall mit. Und ja, was soll man sagen? Oh, du rufst an. Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde... Die war auch eine Truhe bei Miles Morales. Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, so, Doc. Alte Brille. Nachdem ich meine Kräfte hatte, brauchte ich keine Brille mehr. Hab allen gesagt, ich hätte mit dem Geld von Fisks Preis meine Augen lasern lassen. Das ist ein gutes Vorteil, ne? So, okay. Guck mal. Ja, das ist ganz gut. Okay. 28. Damit genau die Hälfte fast. Also, ein bisschen über die Hälfte. So, auf dem Weg können wir noch die zwei Rucksäcke mitnehmen. Achtung, Einheiten. Meldung über Drogenhandel. Okay. Gehen wir zurück. Ich denke, die Jungs handeln nicht mit Baseballkarten. Das ist ein Insekt. Kleine Kingpin-Azubis. So süß. Ich bin kein Insekt, Minion, Jungs. Mann, guck mal, Jungs. Der geile Scheiß. Das war's schon. Oh, nicht. Drei von fünf. Ich will eigentlich mal einen neuen Anzug. Okay, rett das mir. Bevor wir Forschung sagen. Wir können mal einen neuen Anzug mal herstellen. Oder benutzen halt. Hier unten mal einen, oder? Wir holen mal den hier. Komm, der sieht jetzt geil aus. Okay, man sieht ihn fast gar nicht. Wir probieren natürlich alle Anzüge mal zuherzustellen und dann mal alle anzuziehen natürlich. Und Fahrt, wenn wir auch alle gesehen haben. Meter, Junge. Holy shit. Ich war gestern im Kino und hab mir Elvis den Film angeschaut, Leute. Ja, ich habe den angeschaut. Und Junge, also ich schwöre euch, kennt ihr das, wenn ihr einfach so viel frisst im Kino, so viel? Ich hab eine mittelgroße Popcorn-Tüte geholt und Nachos und ein Liter Cola und hab alles, weißt du, die Nachos sind jetzt im Kino sind halt wirklich die besten, ne, die es halt überhaupt gibt. Die Nachos, puh, sind einfach köstlich, deswegen geht das im Kino, meiner Meinung nach. Nein, aber und dann hatte ich halt solche Bauchkrämpfe, alter Junge, das glaubst du nicht, ne, und bin ich so schön auf den Tuch gerannt, mitten im Film, war ich nur eine Stunde einfach, okay, nicht ganze Stunde, aber und so 40 Minuten, Junge. Hier ist Black Cat. Da war ich einfach so über eine halbe Stunde einfach auf dem Klo, Junge, hab den ganzen Film verpasst, Alter. Das war schon wieder komplett. Deswegen niemals zu viel essen, ne? Man soll sich übertreiben. Ich hab halt vor dem Film begonnen, da hab ich einfach gefühlt meine Nachos schon mehr gegessen, so. Und halt nach jedem Nacho hab ich irgendwie einen Schluck Cola getrunken, weil die irgendwie voll scharf sind. Das war glaube ich schon mehr Soße, ich hab. Ich weiß gar nicht mehr, welche Soße ich geholt hab. Auf jeden Fall fallen die übelst scharf und
Massage geschrieben. Ein Nacho direkt getrunken, dann Popcorn, Nacho und dann, ja. Kann man mal sonst gar nicht gefallen. Vielleicht kennt ihr das. Okay, wir sind gleich da. Hier ist noch ein Verbrechen. Kurzes, kurzes Dorn. Ich muss das Auto stoppen. Immerhin kein Handy am Steuer. Ich hab schon wieder Schaden genommen. Ich schaff's nicht. Endstation. Okay. Ihr seht so kuschelig aus. Ich mag euch gar nicht ausholen. Noch jemand? Das ist wirklich dreist. Tschüss. Ausgezogen. Jack. So, sind noch welche? Ja. Mit dem LKW. Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wirst du bereuen. Okay, dann nicht. Die so zwei Dicke. Die Polizei steht da einfach um und hilft uns gar nicht. Der Tag wird ja immer interessanter. Feuer! Ich zermal mit dich! Yo, wieso ist er so fucking schnell? Yo! Ich brech dir deine dummen Knochen! So eine Verfolgungsjagd fällt einen ganz schön auf Trab. Mein Gott. So, jetzt aber. Ich spüre Schock auf. Das ist er. Hi, Herman. Dieser Anzug passt irgendwie. Du letztes Mal auch gesagt. Ich will dir nichts tun. Mach dich vor deinem Job. Wow, wie überaus nett. Die hat alle ausgerüstet. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm schon, Herman! Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird! Halt still! Herman? Jetzt. Hab dich! Jetzt plaudern wir! Ich sagte, genug geplaudert! Notiert. Im Ernst, wir können auch relativ voll bekommen, wie man ihn mal lässt, Lane. Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, man kann sich schon so viele Spiele im Kopf, aber doch nicht so. Wir haben noch alles schon nicht Lane. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest einfach mit jemandem zusammen, oder? Für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Das ist ein Tabi. Los, los, los! Oh. Alter! Okay, okay. Nicht schlecht, mein Lieber. Oh, oh. Ey, wieso? Ich kann doch nicht mal ausweichen, oder? Ey, also... Jetzt aber. Weißt du was?
was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Also, oh Gott, Peter, so geil. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Ein schockierendes Comeback. Nein, nicht so falsch. Ich hab wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Ah, klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Okay. Guck mal kurz, da ist die Nebenmission. Oder ein Anzug. Oh, ich bin gespannt. Und. Okay, sieht irgendwie standardhaft aus. Ja, der gefällt mir nicht so wirklich. Nee. Jo, in den. Komm. Dann reden wir wieder. Nein, nimm Spider-Man. Cool. Okay, wir gehen da rein. Nee, nicht so, geht er nicht weg, wirklich. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Einfach ein Burger, ein Donut oder ein Burger. Wie soll das Essen unter der Maske? Unter der Maske? Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Sag mal gar nicht so. Wir müssen nach oben. Ich finde Martin Lee. Ja, oben noch der Martin hat irgendwas. Wenn ich die Schuhe repariere, vertraute nicht. Es gibt immer noch zu viel obdachlose Veteranen. Gut, dass mein Kumpel Flash Thompson Spaghetti etwas dagegen tun will. Ich habe mich in dem anderen Asyl nie sicher. So, hier ganz schick. Ist eigentlich sowas in Real Life? Doch, bestimmt. Ah, ist Martin. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnt ihr mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Der weiß sogar was. Sag's mir nicht. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Hm.
Alter, dieser Anzug sieht doch gar nicht mehr so geil aus. Den müssen wir wechseln. Ah, dann fällt es davon. Was machen wir hier? Vielleicht hier mehr Reichweite. Aber ich finde, also der Anzug sieht echt schrecklich aus. Hä? Kann ich Anzug machen? So, wir holen. Ja, und den hier. Der sieht noch Spider-Man aus. Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Okay, dann können wir direkt die Mission machen. Noch eine neue Nebenmission freigeschaltet, okay. Und wir sind da. Spider-Man, bitte hilf mir! Alles okay, Man? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Die Klinik ist in der Nähe. Ich habe auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Alright. Also wer das nächste denken könnte, ist halt, diesmal bekommen Hummeln, vielleicht ein paar COD-Kampagnen oder halt, wie gesagt, die Puppies für alte Games. Ja, ich habe ein paar alte Games, so wenn ich das bekomme und so alles läuft, wie ich es in meinem Kopf habe, dann machen wir. Da ist Rodrigo. Paar alte Games. Ich bin sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto schlechter rausgeht, Winkel. Ist mein muss Leben gerade kommen. Drauf. Dann rück raus mit den Plänen. Wow. Sehr schön. Schlechtes Bildwinkel. Der hat gesagt, schlechte Sicht nach links. Das ist perfekt. Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt, veröffentliche ich das Foto. Nacktfoto. Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Was? Denn der Mantel sieht auch so geil aus, oder? Boah, sieht, guck mal, guck mal. Sieht echt mehr aus. Guckt jetzt. Dies laufen. Bam. Ey! Noch ein Opfer? Oder ein Komplize? Oh nein, nicht schon wieder die Jacke. Ein Foto. Das ist wie ein Verbrecher, das weiß man. Weil er hier seine Klamotten hat. Seite der Highline. Hör was? Oder auch Zeit. Drück jetzt hin. Oh. Verdammt. Fuck, ne? Rodrigo ist ein Weichei. Der Winkel ist falsch. Zeig mal die Pläne. Ja, genau so gefällt mir das. Hab dich! Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber hallo. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Ja, wo läuft's hin? Nur aus. Wenn ich das Zugsystem anschaue, ich kann nicht rein. Sollte ich dem Zug folgen können. Ist okay.
Carmen. Die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangster-Filme. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Oh, hi. Scheiße, Mann, wieso ist das so schnell? Was wackelt der so rum? Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Okay. Diese spannende Musik im Hintergrund. Mysteriös. Okay, das ist der Aufzug, ne? Aufzug! Ja, das ist ja ganz weit unten. Ich hab die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Heißt, jo, unten sieht man alles und hier sieht man einfach nichts. Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihn vertrauen. Geiler Akzent. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Gut, Roman ist bereit. Und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Wisst ihr, woran man... Ihr wisst es, ne, Leute? Wenn ihr einen Einbrecher sieht... Also wenn ihr einen Einbrecher erkennen wollt, müsst ihr immer auf die Hose achten. Wenn es eine orange Hose ist... Hallo? Hi. Wenn es eine orange Hose ist, mit zwei weißen Streifen, dann ist es auf jeden Fall ein Einbrecher. Merkt euch das. Willst du rauskommen? Oder mit dem... Oder mit dem Pullover. So, tschüss. So, schnell zu den anderen. Wie trefft er mich denn hier rum? Spidey ist sehr, sehr, sehr stark. Merkt ihr das? Ja, einfach ein Auto zu finden. Kein Problem für Spidey. Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey, Carmen. Der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Spaß. Muss er von mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Nice. Spider-Man, Privatdetektiv. Oh, auf einmal ist Tag. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Stufe 10. Oh, hallo, was geht's? Ein Kokosbike. Das habe ich total vergessen. Nice. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch, Parker, in ihm steckt so viel mehr. Ach, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ja. Boxstudio. Haben wir noch... Oh, wir haben noch einen Anzug, ne? Ah, nee, doch nicht. Anzug-Mods. Helfer der Effekt. Thermosgranaten brauchen wir nicht. Das war gut. Ein
Nee, wir haben keine Herausforderungsmarken und auch keine Dinge. Das habe ich jetzt gerade erstellen. Fertigkeit. Luftangriff fügen. Mehr Damage. Nice. Hier sind auf jeden Fall ein paar Wahrzeichen. Fantastisch! Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. Okay. Hier sind noch einer. Aber hier sind ja so viele Wahrzeichen, das ist krass. Bitte, Mr. Lee sprach mich an. Geschehen besorgt. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Oh, es ist nur eine Story, die der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide weiß. Beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Hui. Geil, wir können mich so schon mal starten. Ab geht's wieder. Ins Labor. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören. Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht. Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert, kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Was ein Arsch, Alter. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Als ob, man. Ein denkwürdiger Tag. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein, Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey,
Eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Genau an der Stelle, Leute, werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Bis dahin, habt einen schönen Tag und adios.